Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video zum Thema Untervermietung, wann hat der Mieter einen Anspruch gemacht, und in dem Zusammenhang gab es ein paar Nachfragen, und ich will heute im heutigen Video nochmal erklären, wie wir mit unseren Mandanten vorgehen auf Mieterseite, wenn der Vermieter eine Untervermietung unserer Ansicht nach zu Unrecht verweigert. Bevor Mandanten uns beauftragen, sollten sie selbst die Zustimmung zur Untervermietung beim Vermieter beantragen. Da gibt es einige Formalien, die einzuhalten sind. Wir können das natürlich auch für unsere Mandanten machen, aber das Geld kann man sich sparen, ein bisschen informieren im Internet. Ich habe da auch ein paar Sachen, Artikel zugeschrieben, ein bisschen googeln. Dann kann man so einen Antrag erstmal selbst machen und den stellen. Und wenn der genehmigt wurde, ist alles gut. Wenn nicht, muss man zum Anwalt gehen. Wenn man zu uns kommt, machen wir in der Regel Folgendes. Wir prüfen im ersten Schritt, hat der Mieter alles Erforderliche getan, um überhaupt eine Zustimmung zu bekommen? Hat er alle Informationen an den Vermieter geliefert? Ist das Zustimmungsverlangen wirksam? Und zweitens, hat der Mieter überhaupt einen Anspruch? Wenn er gar keinen Anspruch hat auf diese Art der Untermiete, gut, dann ist das schon erledigt. Wenn er nur den Antrag nicht ordentlich gemacht hat, dann bessern wir den erstmal nach, machen nochmal einen ordentlichen Antrag. Ja? Und wenn beides schon okay ist, dann machen wir es so, dann schreiben wir den Vermieter an, fordern ihn zur Gestattung der Untervermietung nochmal unter Fristsetzung auf, und das ist der eigentliche Gag bei der ganzen Geschichte, drohen ihm Schadensersatzansprüche an. Wir sagen, lieber Vermieter, wir würden das und das tun, also zu dem und dem Preis untervermieten, wenn du uns die Zustimmung gibst. Gibst du uns die Zustimmung nicht, werden wir uns dran halten erstmal und werden nicht untervermieten. Wir sagen dir aber gleich, wir verklagen dich auf Zustimmung und auf Schadensersatz. Denn der Mieter kann ja in der Regel die Wohnung nicht nutzen, sonst braucht er ja nicht eine Untervermietung. Ich hatte ja schon gesagt, wenn man hier zu kommerziellen Zwecken untervermietet, da kriegt man eh nicht durch. Also wir gehen immer davon aus, der Mieter hat ein berechtigtes Interesse, kann die Wohnung vorübergehend nicht nutzen, muss es im Ausland oder wie auch immer. Ja, wir sagen also, die Wohnung steht leer. Die Miete muss ja trotzdem gezahlt werden jeden Monat, 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Und diese Sachen machen wir als Schadengeld, lieber Vermieter. Und das schreckt viele Vermieter ab, und wir bekommen dann meistens schon außergerichtlich die Zustimmung. Ich habe ja letztes Mal schon falsch gesagt, meistens, weil es war früher so. In letzter Zeit hier in Berlin ist es ein bisschen schwieriger, kann ich nicht mehr meistens sagen. Ja, wir bekommen oft die Zustimmung, und die Fälle werden mehr, wo aber trotzdem verweigert wird und wir dann erstmal klagen müssen. Ja. Insgesamt ist das aber eine ganz gute Geschichte, weil wir uns dann im Verfahren, die Dinge sind immer sehr einzelfallbezogen, der Vermieter weiß auch nicht, wie das ausgeht, der wird auch nicht ewig lange klagen wollen, also kommt es oft zu einer Einigung. Ja, das zum Thema. Wenn jetzt immer noch Fragen sind, wie wir das machen, gerne unten die Fragen. Ansonsten zu weiteren Untervermietungsgeschichten, insbesondere besonderen Urteilen zu Einzelfällen, wann, wie, was, werde ich noch weitere Videos machen. Hatte ich ja angekündigt, ein paar Urteile, ein paar Einzelfälle vorstellen, weil vielleicht der eine oder andere genau diesen Fall hat und dann daraus auf seinen Fall schließen kann. Aber man muss einmal sehr vorsichtig sein. Es kommt, wie gesagt, sehr auf den Einzelfall an, und wenn es auf den Einzelfall ankommt, kommt es ja immer auch nochmal auf den jeweiligen Richter an, ja? Wie der diesen Einzelfall bewertet. Und da sind meine Prognosen, sage ich ganz ehrlich, auch manchmal nicht ganz sicher. Da bin ich auch sehr vage, weil es dann doch sehr viel Wertungsspielraum des Richters ist. Und wie will man das im Einzelfall vorhersagen? So sehr drin ist man in den Richtern dann eben auch nicht, ja. Man hat jetzt nicht jeden Tag bei jedem Richter oder jedes Jahr bei jedem Richter irgendeinen Fall zur Untervermietung. Das schafft man nicht. Ja, man weiß ein bisschen grob, wie das Landgericht es sieht, vielleicht im günstigsten Falle, aber auch das kann man sich kaum merken. Gut, soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal, folgen Sie mir auf Facebook, bei Twitter, bei YouTube, auf meinen Seiten, wo Sie Lust haben. Ich freue mich auch über Daumen hoch immer. Ja, keine schlechten Bewertungen bitte. Danke. Tschüss.